Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region. Bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Liebe Livi-Familie, seid ihr bereit für Input Nummer 92? Lieben und sich lieben lassen. Gott lieben und von Gott geliebt werden. Dazu hat uns Dan am Sonntag in seiner Predigt eingeladen. Und mir ist aufgefallen, dass wie auch den Sonntag davor wieder das Thema aufkam von sich Zeit nehmen und Prioritäten setzen. Diese ganze Thematik, wie man es schafft, in dieser sehr, sehr hektischen, lauten, schnelllebigen Welt und Zeit, sich für die drei wichtigsten Dinge Zeit zu nehmen und keins davon zu vernachlässigen. Und zwar Gott zu lieben, seinen Nächsten zu lieben und sich selbst zu lieben. Ich stelle fest, dass es immer wieder sehr herausfordernd ist. Und wenn es dir auch so geht, dann habe ich für dich heute eine richtig geniale Idee mitgebracht. Ich möchte dir vorschlagen, dass du dich einfach mal wieder hinsetzt und einen Brief schreibst. Ein Brief so richtig oldschool mit Stift und Papier in der Hand. Ich liebe Briefe und ich würde mir wünschen, dass in unserem digitalen Zeitalter dieses Kommunikationsmittel wieder viel, viel mehr Beachtung bekommen würde. Und ich habe dir drei gute Gründe mitgebracht, wieso das so ist. Wenn du dich hinsetzt, um einen Brief zu schreiben, dann verfasst du eine Nachricht an 7 Menschen und gleichzeitig verfasst du aber auch eine Nachricht an dich selbst. Und das schafft dir Ruhe und Entschleunigung. Denn bevor du losschreiben kannst, musst du zur Ruhe kommen. Du musst darüber nachdenken, was du schreiben möchtest. Du musst über deine Gedanken nachdenken, über deine Gefühle, über deine Erinnerungen, über deine Pläne. Du musst dich sammeln und nachdenken. Denn die Worte, die in dem Brief stehen, die haben Gewicht und die wollen weise gewählt sein. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Denn die Worte, die in dem Brief stehen, die sind verbindlich. Denn das, was abgeschickt ist, das kann nicht mehr schnell zurückgezogen werden. So wie wir es in WhatsApp zum Beispiel gewohnt sind, wo wir einfach die Nachricht schnell wieder löschen können und der andere gar nichts mehr von dem weiß, was ich gerade gesagt habe, so sind die Worte in dem Brief abgeschickt und es ist eine wahre, klare Botschaft. Und natürlich musst du dir dafür Zeit nehmen, du musst Zeit investieren und du musst deine Lebenszeit investieren. Aber ist es nicht auch ein richtig geniales Geschenk für denjenigen, an den du den Brief schreibst? Denn was gibt's Schöneres, als jemanden Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken? Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber wenn ich zum Briefkasten gehe und ihn öffne und zwischen all diesen meistens nur Rechnungsbriefen oder irgendwelcher Werbung mal einen anderen Umschlag finde, dann wird es in mir ganz warm, dann löst sich ein riesengroßes Gefühl der Freude in mir aus. Und ja, ich kann es dann kaum abwarten, den Brief zu öffnen und zu lesen, denn vielleicht habe ich auch anhand der Handschrift schon erkannt, von wem der Brief kommt. Und dann freue ich mich, die Worte zu lesen, aber was eigentlich mit den Worten noch viel mehr bei mir ankommt, ist Wertschätzung. Ich fühle mich wertgeschätzt, denn ich weiß, derjenige, der mir den Brief geschrieben hat, der hat sich für mich Zeit genommen. Der hat in unsere Beziehung investiert. Der hat darüber nachgedacht, was er mir erzählen möchte. Und vielleicht zeigt er auch Interesse an mir, weil er im Brief Fragen stellt, auf die ich wieder antworten kann. Und entweder mache ich das dann sofort direkt oder ich lasse mir wieder Zeit, um die Antwort zu verschicken, um selber auch erstmal wieder nachzudenken, was ich antworten möchte. Und das bedeutet natürlich auch, dass so ein Warten auf eine Nachricht, so dieses Briefe hin und her schicken, das ist mit Wartezeit verbunden und darin liegt eine Spannung. Und ich glaube aber, dass in dieser Wartezeit auch eine riesengroße Chance liegt, denn wie oft fühlen wir uns heute vernachlässigt oder nicht mehr wertgeschätzt oder vergessen? Denn wieder das Beispiel WhatsApp, wir sehen die blauen Haken an der Nachricht, aber haben immer noch keine Antwort bekommen. Und ich denke, dass das Warten auf einen Brief uns auch wieder lehrt, in die Beziehung des anderen zu vertrauen.
Wir kommunizieren heutzutage so viel wie noch nie und ich bin überzeugt davon, dass es sich lohnt, das auch wieder vermehrt auf Oldschool-Wegen zu tun. Auf, ja, diesem Weg mit Stift und Papier und einem Brief zu schreiben. Denn erstens schafft es für dich Entschleunigung und Ruhe. Es schafft Verbindlichkeit und drittens löst es Wertschätzung aus. Drei richtig gute Gründe, die meiner Meinung nach dafür sprechen. Und wenn du, der mir gerade zugehört hat, diese drei Finger bei dir selber mal anschaust, dann fällt dir vielleicht auf, dass du für gewöhnlich mit diesen drei Fingern einen Stift festhältst. Und so habe ich nur noch eine Frage an dich. Für wen nimmst du mal wieder einen Stift in die Hand und schreibst einen Brief?